Hallo zusammen. Und zwar geht es darum, dass die Katie ja Geburtstag hat oder schon hatte. Sie hatte jetzt Geburtstag und am Freitag ist ihre Geburtstagsparty. Da wollte ich jetzt ein paar Deko-Elemente machen. Und heute fange ich an, Lollis zu machen. Ich nehme euch dafür mal mit. Ja, ihr braucht eigentlich nur 4 Zutaten dafür und es wären zum einen 220 Gramm Zucker, 80 Milliliter Wasser, 80 Gramm von dem Sirup. Ich habe hier den hier genommen, Fiber Sirup. Den Mais-Sirup habe ich leider nirgends gefunden. Ich habe hier so süße Streusel gefunden auf Instagram. Wo sonst findet man heutzutage noch was, gell? Die sind jetzt von Super Streusel. Es gibt aber da schon mittlerweile ein paar verschiedene Firmen, die so Streusel anbieten. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Für die, die es interessiert, das hier ist so eine 90 Gramm Mischung. Eine 90 Gramm Packung und hier ist die 180 Gramm Packung im Vergleich. Aber ich muss sagen, die 90 Gramm hätten auch locker gereicht. Ich konnte mich nur nicht zwischen den süßen Sachen entscheiden. Also hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, sind so kleine Bonbons mit drin. Und ganz viele Sachen von den Perlen sind aus Schokolade und der Rest sind eben so Zuckerstreusel. Ich habe mir jetzt aber für die Lollis nur die kleinen Streusel rausgesucht. Also die ganzen großen Sachen habe ich gerade schon rausgemacht. Eine Packung davon ist Konfetti Paradi. Paradi. Konfetti Paradi. Das eine heißt Konfetti Parade. Und das ist der mit den Herzchen und so drin. Und der mit den kleinen Bonbons ist Plüschbonbon. Dann braucht ihr natürlich noch so Lolli-Stäbchen. Ich habe jetzt noch welche von so Cake Pops habe ich mal gemacht. Und genau, da habe ich noch welche über. Als nächstes braucht ihr dann ein normales Backblech oder eine Auflaufform mit Puderzucker. Dann braucht ihr irgendein Glas mit einem glatten Rand unten. Ich versuche das jetzt mal in der Größe, wie ich das finde. Und das muss hier so eine Mulde reingedrückt werden. Oh je. Okay. Ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, den Puderzucker vorher nochmal zu sieben oder nicht ganz so platt zu drücken. Aber ich habe es jetzt hinbekommen und jetzt probiere ich es mal aus. Als nächstes kommt der Sirup, das Wasser, der Zucker hier in den Topf und das sollte jetzt einmal aufkochen. Man könnte jetzt irgendeinen Geschmack reinmachen, wie Zitronensaft zum Beispiel, und das Ganze, die ganze Masse noch einfärben. Ich lasse das aber jetzt so. Ich möchte nämlich gerne durchsichtige Lollis, ja, wo einfach diese schönen bunten Streusel gut zur Geltung kommen. Ja, das Ganze muss jetzt noch 2 bis 3 Stunden aushärten. Ich bin mir aber jetzt relativ unschlüssig und hoffe, dass das was wird, weil der Puderzucker irgendwie sich auflöst. Ich weiß gerade auch nicht. Das sieht aus, als würde die ganze Masse irgendwie so absinken und den Puderzucker auffressen. Könnt ihr das erkennen? So, vielleicht klappt es ja jetzt alles besser mit meinem kleinen Helferlein hier. Ich habe übrigens nochmal nachgelesen, das Ganze soll man 5 Minuten köcheln lassen. Denn bei den anderen sehe ich nämlich, dass die schon total verlaufen. Jetzt hast du deine Hand runtergehalten. Soll ich gleich deine Hand packen? So, also man sieht definitiv den Unterschied zwischen 5 Minuten köcheln lassen und den 30 Sekunden, die ich gemacht habe. Ich glaube, die 30 Sekunden Lollis wären nichts. So sehen die einen aus. Hier wären die anderen. Dann darf ich das probieren mit dem da. Okay. Den probieren. Hast du dir den schon ausgesucht? Weißt du auch, warum ich lutsche? Weil die so lecker aussehen. Mhm. Ich glaube, ich esse gleich alle auf einmal. So lecker sehen die aus. Jetzt die restlichen sind schön, hm? Mach das doch nicht, weil den Ofen. Der muss nicht in den Ofen. So? Das muss jetzt 2 bis 3 Stunden stehen bleiben und trocknen. Hm? Hm? 3 Minuten. Nee, 3 Stunden, Maus. Ganz so, lange, bis so. Wir ins Bett gehen. So. Ich habe mich umgezogen, mir ist es viel zu heiß gewesen. Wir haben nämlich jetzt nochmal welche gemacht. Und zwar in rosa und lila. Hallöchen. Also, ich könnte theoretisch jetzt das ganze Video
nochmal filmen und so tun, als wäre ich der Vollprofi. Oder ich zeige euch jetzt das Ergebnis. So sehen jetzt die Lollis aus. Ja, fertig. Könnt ihr sie erkennen? Fertig. Ja, Maus, die sind fix und fertig. Die sind alle zerlaufen und hier sind die, die ich noch als zweites gemacht habe. Natürlich auch nicht hart. Jetzt sind schon fast 24 Stunden rum. Die sehen so aus. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Entweder die ganze Masse war nicht heiß genug, weil man muss ja 150 bis 180 Grad irgendwie heiß machen. Oder ich habe sie zu wenig lang köcheln lassen oder zu lang köcheln lassen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Jedenfalls habe ich mir jetzt bei Amazon ein Thermostat bestellt zum Kochen, um zu gucken, dass es auch wirklich 150 Grad ist. Die sahen so hübsch aus und jetzt guckt euch das an. Das ist nur noch ein Haufen Elend hier. Hallöchen. Wir haben mittlerweile Sonntag. Katies Geburtstagsfeier ist leider ausgefallen, weil sie krank geworden ist und wir mussten das Ganze um eine Woche verschieben. Ja, was aber heißt, dass ich ein bisschen mehr Zeit für die Lolli-Aktion habe und deswegen probiere ich es jetzt heute nochmal. Ich habe mir jetzt in so einem Asialaden echten Corn-Sirup gekauft, Mais-Sirup, und hoffe, dass damit besser geht. Und ich habe mir ein Thermometer bestellt, um das Ganze zu messen, weil es stand ja dort 150 Grad. In der Anleitung steht, dass es eigentlich, dass man schnell arbeiten muss, weil es nämlich ganz schnell hart wird. Ja, und da müsste ich ja sehen, ob es geht oder nicht geht. Also fange ich nochmal an. Ich habe jetzt erstmal alle Zutaten, ohne sie zu kochen, vermischt. Und jetzt koche ich das Ganze mal auf. Also ich merke jetzt schon, wo mein Fehler war. Und zwar habe ich es nur aufkochen lassen. Und da war das jetzt gerade mal bei 90 Grad oder so. Und dann bin ich schon runtergegangen und habe es nur noch köcheln lassen. Und jetzt kocht es schon eine ganze Weile und ist erst bei 120 Grad. Das heißt also, man muss es echt lange auf Stufe, also auf höchster Stufe auf dem Herd kochen lassen. 150 Grad erreicht. Also jetzt heißt es schnell arbeiten. Es wird nämlich ganz schön schnell hart, wie in der Beschreibung. Dieses Mal. Also wie man sieht, die Lollis sind schon hart geworden. Man muss jetzt nur noch hinten mit so einem Pinselchen den Puderzucker abstauben. Aber ich muss sagen, die sind nicht so schön geworden wie die letzten. Die Stiele nicht so gut drin sind irgendwie. Seht ihr das? Die Stiele sind hinten. Ich mal gucken. Ja. Die Stiele sieht man hinten noch raus. Muss man irgendwie besser machen. Vielleicht erst. Aha. Okay, wir probieren es nochmal. Dann den Pinsel. Genau, und dann den Stiel drauf. Oh, 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 oh. Alles tropft. Oh nein, oh nein. So, oh, oh, oh. Liebe Katie, zum Geburtstag. Liebe Katie. Juhu. Also es ist definitiv anstrengender, als mit dem anderen Teig die Masse da rein zu bekommen. Aber sie sind schon hart. Viel schneller. Sie schmecken nicht schlecht. Und die, wo ich nachher den Stiel reingemacht habe, sehen jetzt so aus. Also man sieht den Stiel nicht mehr. Also ich glaube, Übung macht den Meister. Ich werde jetzt dann nochmal einen anrühren. Die ganze Masse hat jetzt für, ja wahrscheinlich, wenn ich schneller gewesen wäre, hätte es für 16 bis 18 gereicht. Ich habe jetzt 12. Schmecken wie Zuckerwatte. Aber ich habe ein paar Tropfen Zitronenöl rein. Zitronenaroma, das hier. Es schmeckt mir aber fast nicht raus. Also ich mache jetzt dann das restliche Fläschchen noch beim nächsten mit rein, damit die zitroniger und frischer schmecken. Endlich bin ich fix und fertig. Ich sag's euch, das war ganz schön anstrengend, jetzt da durchzukommen mit dem Ganzen. Aber für euch ist es ja jetzt einfacher, weil ihr habt es ja jetzt gesehen. Ich habe jetzt den ersten Lolli schon mal versucht hier einzupacken in so eine Folie. Ich habe da 10 so Folien gekauft. Ich glaube, das war bei Müller. Ich habe mir gedacht, das passt super hier rein und kann man dann so zumachen, aber irgendwie sieht es gar nicht gut aus da oben. Ja, deswegen schneide ich jetzt die Folien. Da geht nämlich auch eine Folie für 2 Lollis. Dann schneide ich sie auf einer Seite nach unten auf.
Also bis zu dem Punkt zu kommen war eine kleine Herausforderung. So einfach wie es in den Videos aussieht, ist es nämlich nicht immer. Aber ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich finde, die sind echt süß geworden und ein tolles Mitgebsel und gut für irgendwelche Deko-Sachen noch für den Geburtstag.